Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ja, wir sind schon relativ riesig. Also sehr riesig. Und ich glaube, wenn wir hier das um Griechenland, beziehungsweise nördlich von Griechenland geregelt haben, also mit Sparta, mit den feindlichen Streitmächten hier, dann werden wir keine so großen Probleme mehr haben, glaube ich. Also wir werden mit den beiden Armeen eben Arabien einnehmen. Und die da ist ja Richtung Sarmatien unterwegs. Dann eine von denen ist auch nach Sarmatien oder Dakia. Dann einen, ja, also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern und wir haben gewonnen. Genau, Alexander Stolz. Ja, das ist ja der Abtrünnige. Nicht. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Nicht groß. Wir sind geschützt. Und wir haben kein Essen. Das ist seltsam. Gut. Aha. Assassine. Wuhu. Sehr schön. Ah, du hast dich schon. Genau, die anderen. Ah, nee, Alexanders Vermächtnis bekommt noch was. Fürs Rumstehen, das ist immer gut. Der wird eine Stratege. Stratege wird er. Geheimaktion ist immer gut. Und Hinterhalt. Ja, komm. Alexanders Rache bekommt auch was. Ah, das sind die. Ah, der ist auch Stratege. Gut. Weiter geht's. Oh. Entschuldigung, dich habe ich vergessen. Du kommst zu spät. So. Ah, Sparta, hallo. Die letzten Bemühungen von Sparta. Warte, also Sparta hat... Ja. Aber ich glaube, den können wir sehr großen Schaden machen. Weil, also er hat zwei relativ schlechte Pikeniers-Einheiten, ich habe eine. Er hat viele Hopliten, das ist seine Stärke. Aber ich kann versuchen, mit der Kavallerie auf jeden Fall ziemlich viel Trouble zu machen. Das Problem ist, wo steht denn die? Wo steht denn die Artillerie? Sehe ich gerade nicht. Nö, sehe ich nicht. Die Artillerie ist versteckt. Gut, aber die Artillerie wird wahrscheinlich bis hier schießen können. Ich weiß halt nicht, ob das eine... Was für eine Artillerie das ist. Nahkampftruppen erwarten Befehl. Geschosse bereit zum Einsatz. Ich weiß halt ja nicht, was für eine Artillerie das ist. Ah, das ist eine stationäre. Okay. Die müssen unseren Beitrag leisten. Kämpfe mit Ehre und alles wird gut. Okay. Ich baue mich da auf. Aber bei Bürgerwehr muss ich immer an Feuerwehr denken. Das ist echt komisch. Warte, ich stelle mich trotzdem mal so auf. Unser General wird angegriffen. Sieg in Infanterie bereit. Die Liebe formt eine Phalanx. Tureos Speere. Schnell vorrücken. So, das ist sehr schön. Oh. Und die da sind natürlich auch wieder tüchtig dabei. Ach krass. So, dann greifst du die mal an. Die werden hier vernichtet.
Das ist gut. Der wird abgelenkt. Der bleibt hier und vernichtet die. Ja, jetzt kommen. Ihr habt die doch schon fast. Haltet sie auf. So. Ja, die Schussfrequenz ist da sehr, sehr schlecht für meine Einheiten. Seid ihr fertig? Sehr schön. Dann könnt ihr euch ja um die Fernkämpfer kümmern. Das ist so lustig, die verlieren halt gegen Fernkampfdinger. Jetzt wieder zurück. Männer wanken. ja, okay. Ja, okay, das ist nur. Ja, okay, ich nehme zurück. Das ist nur Bürgerkavallerie. Die kann er eh nichts. Okay, alles klar. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Taxi Archos! Ja, Kommandant! Hey! So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also du kümmerst dich jetzt nochmal um die da, bevor die hier alles auseinandernehmen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, ja. Wollt ihr schießen? Nicht wirklich. Vielleicht sind die zu nah. Wahrscheinlich werden die jetzt auch noch aufgerieben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber ich spüre mal vor. Weil viel kann ich ja nicht machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay. So, aber ich konnte ein bisschen was dezimieren. Ich meine, vor Larissa steht ja auch unsere eine Männer fliehen vor der Schlacht. Eine andere Armee. Unsere Männer fliehen. Gut. Ja, getötet 500. Ja, okay. Also die Kavallerie, die da habe ich weggemacht, die da. Ja, mei. Ja. War nicht so ganz besonders gut, aber mei. Oh, da steht hier gar keine. Ja, aber ich hier in Sparta. Gut. Ja, Pella. Da. Okay, alles klar. Da ist jetzt auch eine Fullstack hoch. Aha. Aha, interessant. Okay, das ist, das ist, glaube ich, sogar der blaue, oder? Oder ist es der? Ich fände es schade, dass man das hier nicht sieht, aber mal. Der hat 4x Katapulte. Beziehungsweise, die kann er ja nicht... Ja,
Also, die da ist, glaube ich, stationär und die da... Oder andersrum. Also, eine von beiden ist, glaube ich, stationär. Und die kann er nicht wirklich benutzen. Gut, dann schauen wir mal, was 1800 gegen... ja. Fast. Warte. Rechnen! 39. Also 3900. Oh Gott, Entschuldigung. Gut, was wir da ausrechnen können. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder eine relativ lange Episode. Wir müssen halt schauen, dass, also wir haben natürlich Kavallerie-Vorteil bzw. Hoheit. Da müssen wir schauen, dass wir ihn, dass wir die Vorteile hier gut ausspielen. So. Wir machen wieder eine stärkere Flanke am Hügel. Also hier quasi drei, hier nur zwei. Dann, damit wir so eine Bewegung vollziehen können. Hier genau dasselbe. Gut. Ja, der ist gut, aber der ist ein Verräter. Tja. Das Problem ist ja, wir kämpfen ziemlich gegen den Hügel. Ich werde mal nach da gehen. Und ein bisschen scouten. Bisschen scouten muss ich auf jeden Fall. Weil hier will ich wissen, wo seine Katapulte sind. Ach komm, komm. Okay, das sind beides welche, die normal, die nicht stationären. Okay, alle rennen. Laufen. Okay, warte, ich stell die nicht so auf, sondern so auf. Ich muss halt versuchen, ein Charge zu machen gegen die. Hier, die werden erstmal abgelenkt. Die werden abgelenkt. Scheiße. Los. Einmal einen einfachen Charge hier rein. Ja, und da sind die anderen. Okay, der macht nicht mehr viel. Wo ist er? Da sind die Katapulte. Ich hole mal die jetzt auch. Weil hier ist eine fette Lücke. Ja, das ist klar. So, hier ist erstmal alles weg. Hier sind zwei. So, gut. Wow, der lebt noch. Das ist super, aber der wird jetzt sterben. Das ist halt schade, weil die waren richtig, richtig saugut. Die waren schon richtig gut.
Aber naja, ich musste versuchen, die Katapulte wegzuhauen, weil ja. Aus Gründen der Verteidigung. So, okay, die können weiter. Und die holen sich jetzt den da. Okay. Warte, warte. Okay, die hauen sich hier hin. Du gehst dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hades kann warten. Unser General wird angegriffen. Ja, aber kein Stress. So, ja, schieß mal hier rein. Du bist jetzt frei. Ihr seid auch frei. Gut. Ja, doch, das kann gut ausgehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Infanterie, Söhne des Ares! Doppelte Geschwindigkeit zum Einsatz! Vorwärts! So, der General geht jetzt mal auch in Action rein. Du hast hier alles frei, ne? Schieß auch jetzt mal hier rein. So. Der feindliche General ist. Bitte laufen in Vollsprint. So, ja, das passt. Gut. Ein ziemlich großes Opfer, aber dafür gewinne ich die Schlacht. Also, das passt soweit. Ja, das passt soweit. Hier rein, ihr da rein. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah, jetzt ist fertig. Du charge nochmal hier rein. Vielleicht stirbt ja dann mein General dadurch. Oder er wird befördert. Warte, so. Gut. Dann pushe ich noch ein bisschen meine Pferde. Gut, also ja, schade, dass ich, ich glaube, zwei Kavallerieeinheiten, beide halt mit Silber 3, dass ich die opfern musste, aber dadurch konnte ich halt hier die Verteidigung machen. Und eine gute Verteidigung, also ja. Ja, also, so lange hat es gar nicht gedauert, das waren 10 Minuten, ja, die beiden. Die Helden. Boah, der hatte
Ja, 400 fast. Und der hat 3, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Ja, doch. Doch, das war sehr erfolgreich. Ah, die hat überlebt. Okay, dann ist super. Wir versklaven die mal. Sehr schön. Es ist vor allen Dingen sehr gut, weil dann dezimiere ich die feindlichen Armeen hier und kann mich ein bisschen natürlicher Tod. Politiker, ja okay, das ist egal. Schließt sich eurem Feind. Piktonen. Verschleißbericht, Rang erhöht, Mittel, Lebensmittelknappheit. Okay, Schutz verfällt. Wie groß ist die Gefahr? Achso, in 3 Runden, ne? Loyalität sichern. Mache ich auf jeden Fall, weil das ist ja der heftige General mit der. Gut. Dann geht der auf jeden Fall mal dahin. So, der vernichtet mal die. Vernichtet mal den. Vernichtet mal den. Und so. Und der vernichtet den. Bam. Gut, Militärtradition kann ich sehr gerne hergeben. Das ist halt richtig krass. 16 Angriffsbonus für alle Kavallerie. Ja, Kampfangriff, Kavallerie, Kavallerie, Infanterie. Also das ist halt ja ziemlich heftig. Ich könnte hier auch Veteranenarmee machen. Quasi mit Moral oder Bewegungsgeschwindigkeit, Reichweite. Aber ja, das ist am krassesten. So, du wirst mal kurz getötet. Oder ich werde verwundet, auch gut. Du stabilierst mal Richtung hier. Du stabilierst mal bis da, weil hier sind schon die Bastarden. Die schauen ziemlich genüsslich Richtung da. Den können wir eigentlich hier wegtun, weil die Garnison wird ausreichen. Ja, das können wir auch automatisch machen. Rülps doch nicht an, das ist unhöflich. War relativ viel verloren. Aber das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, sind die minus 13 Nahrung. Das ist nicht ganz so in Ordnung. Da schaue ich mal hier rum. Rhodos. Ja, Rhodos will ich eigentlich eher das behalten. Aber das können wir ja in umwandeln. In was Schmackhaftes. Was ist das denn? Das brauche ich da überhaupt nicht. Das brauche ich da auch nicht. Das brauche ich Tarsus. Ja, Tarsus ist in einer gesicherten Umgebung. Was ist das denn? Wieso habe ich das da hingemacht? Was ist das denn? Warum habe ich das da hingemacht? Ja, manchmal denke ich mir so, was ist das denn? Warum habe ich das da hingemacht? Also mit Artillerie spiele ich nie. Warum? Weil ich das unglaublich langweilig finde. Das brauchen wir hier jetzt auch nicht mehr. Also die ganzen Sachen, also die ganzen Militärgebäude brauchen wir hier hinten jetzt nicht. Hier machen wir das da. Also hier können wir schon relativ. Ich schaue noch mal kurz durch. Deshalb brauchen wir hier auch nicht. Hier, ja, okay, hier brauchen wir das schon noch. Edessa, das ist auch befriedet hier. Gut, also. Dann wird das noch ein, zwei Runden dauern und dann haben wir Futter.
Und so lange werde ich nicht angreifen, es sei denn, die linke Faust hat Bock drauf oder Darius Untergang. Könnte gut sein. Ihr legt mal hier an. So, du gehst mal zusammen zu ihm, mit ihm. Hier können wir halt nichts bauen, das ist ein bisschen ärgerlich. Gut. Du bist voll? Ja. Ah, ja, stimme römische Balliste, die habe ich übernommen, ne? Na, ah, blöd. Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, geben wir hier noch schnell die Sachen aus. Neuer Aufschwung ist, ja. Achso. Was ist Level 3? Hinterhalt. Neuer Aufschwung. Wagemut. Aber das können wir ja nicht pushen. So. Verstärkungsrate und Kampfrunden. Gut, da mache ich mal Verstärkungsrate, weil gerade brauche ich die schon, damit sie halt schneller wieder bei voller Kraft sind. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, mal schauen, was wir dann... Also hier ist ein bisschen Trouble jetzt, vor allen Dingen mit der Lebensmittelknappheit. Aber das sollten wir schon schaukeln, vor allen Dingen, wenn die beiden in Pella angreifen. Das sind ja, also das ist keine große Armee, dass da ist. Ja, die haben jetzt viele Kavalleristen, aber gegen eine Stadt ist es eigentlich easy. Genau. Hier ist auch nochmal Full-Stack-Armee. Ja, auch okay. So, klammern wir mal. Oh, hallo. Ach so. Oh, toll. Ich bin. Ach, das ist so dämlich. Das ist. Also, manchmal geht es ja dann nicht mehr zurück, obwohl ich noch mehr als genug habe. Gut, danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.